gegen EN Saint Avo. Da muss man ja vorne attackieren, dann ist es egal, ob man einfällt. Gestern habt ihr auch gesehen, die Welt ist auch bei 3-1. Vorne attackiert, dann haben sie das 4-1 bekommen. Und? Aber wir müssen attackieren, weil es mit Kicker aufhören. Spielt, konzentriert sich auf das nächste Spiel, freut sich auf das nächste Spiel. Dann spielen wir das nächste Spiel, weil es mit einfällt. Ich weiß es nicht, ist egal. Ich kenne doch die Namen von 100 Mannschaften. Also wir werden andere Spiele spielen, tauschen mal, wir werden einfach die haben, ist doch jetzt egal. Haben wir uns verstanden jetzt? Okay, habt einfach Spaß, geht zu den Eltern, setzt euch da hoch aufs Zelt. Keine Diskussion mehr. Ja, ja. 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 Das nächste Spiel ist dann ein Viertelfinale im Girls Cup. Es treffen aufeinander das Team Oslo gegen Enskede IK. Spielbeginn ca. 10.20 Uhr. Lass du bist wegen die Bollensache dabei. Ja.
Viertelfinale im U15 Girls Cup. Team Oslo gegen Enskede IK. Spielzeit 2x15 Minuten mit Seitenwechsel. Thank you.
Bravo Ossi, super Schusshaltung. Gelernt ist gelernt. Und ja. Es ist kein Blocktausch möglich, die Spieler dürfen nur einzeln gewechselt werden. Und gewechselt darf nur bei Spielunterbrechung werden. Kein fliegender Wechsel. Wir spielen Fußball und nicht Eishockey. Thank you.
Das nächste Spiel, ein Viertelfinale des Girls Cup.